29. Oktober 2022, 12.40 Uhr. Wir sind auf dem Weg nach Wernigerode. Jetzt fahren wir gerade aus Niedersachsen raus, sind jetzt in Sachsen-Anhalt gerade angekommen. Das wird jetzt unser Wochenende in St. Andreasberg, Wernigerode und in Thale. Wetter sieht nicht ganz so gut aus heute. Eigentlich war mehr Sonne angesagt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So wie es aussieht, scheint der Himmel doch noch aufzureißen. Wir sind jetzt in Wernigerode angekommen, auf dem gebührenpflichtigen Parkplatz gerade und gehen jetzt so ein bisschen in die Altstadt und schauen mal, was uns hier so erwartet. Die Sonne kommt durch, wie angekündigt vorhin. Sieht gut aus. Eine Stunde kostet das hier 1 Euro. Das ist eigentlich okay. Da kann man Hildesheim nur von träumen. Aber die sind heiß begehrt hier, die Parkplätze. Wie man sieht, alles voll. Gut, dann gehen wir erstmal. Da oben ist das Schloss. Das schauen wir uns nachher auch nochmal von außen an. Wir gehen erstmal. Wir sind jetzt mit dem Pendelbus hier hochgefahren. 7 Euro haben wir bezahlt für hin und zurück. Pro Person. Pro Person. Und ja, der Aufstieg ist noch ein bisschen bergig, aber das machen wir, glaube ich, jetzt sehr einfach. So sieht das aus hier unten am Schlossvorplatz. Das Schloss Wernigerode war ursprünglich eine mittelalterliche Burg, die den Weg der deutschen Kaiser des Mittelalters auf ihren Jagdausflügen in den Harz sichern sollte. Eine erste Burganlage wurde Anfang des 12. Jahrhunderts über der Stadt Wernigerode errichtet. Die Anlage hat im Laufe ihrer Geschichte verschiedene tiefgreifende Änderungen miterlebt. Im Ende des 15. Jahrhunderts wurde sie im Stil der Spätgotik stark erweitert, wovon noch zwei Vorhangbogenfenster im Schloss Innenhof zeugen. Im Laufe des 16. Jahrhunderts wurde die Burg zu einer Renaissance-Festung umgebaut, heute noch im Renaissance-Treppenturm sichtbar. Im Dreißigjährigen Krieg, schwer verwüstet, begann Graf Ernst zu Stolberg Wernigerode im späten 17. Jahrhundert mit dem barocken Umbau der Burgreste zu einem romantischen Residenzschloss in Form einer Rundburg. Der kometenhafte politische Aufstieg des Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode, der ihn ab 1867 zum ersten Oberpräsidenten der preußischen Provinz Hannover, später zum deutschen Botschafter in Wien und schließlich zum Stellvertreter Bismarcks als Vizekanzler des Deutschen Reiches und stellvertretenden preußischen Ministerpräsidenten werden ließ, ist der Grund für den großen historischen Umbau, der ab 1862 bis 1885 vorgenommen wurde. Das Schloss wurde dadurch zu einem Leitbau des norddeutschen Historismus. Der Architekt Karl Frühling schuf in diesem Stil ein beeindruckendes Schlossensemble von großer Fernwirkung und im Inneren von immensem Detailreichtum. Das künstlerische Prinzip des Umbaus äußert sich in der Innen- wie der Außenarchitektur. Bei Umrundung des Baukörpers bietet sich alle 45 Grad eine neue Außensilhouette dar.
Das Schloss ist mitsamt den drei zugehörigen Garten- und Parkanlagen, Lustgarten, Tiergarten und Terrassengärten seit 1999 national wertvolles Kulturdenkmal und Bestandteil des sachsen-anhaltinischen Landesprojektes Gartenträume. Seit 1930 ist das Schloss in Teilen der Öffentlichkeit zugänglich. Also unser Fazit zum Schloss kann man sich anschauen. Es wirkt aber schon tatsächlich ein bisschen in die Jahre gekommen. Also man hätte schon einiges sanieren oder renovieren können, finden wir. Wir haben es jetzt nicht von innen gesehen, wir haben es uns ja nur von außen angeguckt. Ja, weil es war auch sehr voll. Ne? Aber wir wollten jetzt auch nicht wirklich rein, weil es einfach zu voll ist. Oder? Was sagst du? Ja, ne? Und eng bei eng, in so einem alten Gemäuer, das muss man heute, glaube ich, nicht haben. Vielleicht müssen wir früher kommen oder spät abends zum letzten Einlass, dass es nicht mehr so voll ist. Aber sonst lohnt sich auf alle Fälle. Ja. Für die Leute, die fußtechnisch nicht so gesund drauf sind oder lungentechnisch, lohnt sich auf alle Fälle die Fahrt mit der Schlossbahn. Hin- und Rückfahrt 7 Euro pro Person aktuell. Weil der Parkplatz für die PKWs ist doch recht weit unten im Tal und es geht sehr bergig hoch. Kann man mit Sicherheit auch machen, wenn es nicht zu heiß ist. Lohnt sich mit Sicherheit auch. Aber wie gesagt, für Fuß- oder Lungenkranke, Herzkranke macht die Bahn Sinn, auf alle Fälle. Also ich finde auch, der Parkplatz ist ein bisschen weit weg gewesen. Also man hat da doch noch sehr viel laufen müssen, um dann hier hochzukommen. Deswegen, so wie wir es gemacht haben mit der Bahn, wir sind ja mit der Schlossbahn. Ja, mit der Schlossbahn, mit dem Bus, das ist ein Bus, aber nennt sich wohl Schlossbahn, ja. Sind wir hochgefahren, macht Sinn. Und die 7 Euro, finde ich, kann man investieren. Ja. Wir sind gut hochgekommen und können jetzt hier in Ruhe rumlaufen, ohne jetzt absolut kaputt zu sein von dem Aufstieg. War die richtige Entscheidung. Genau. So, wir sind jetzt wieder im Auto, haben unsere Tour hier beendet. Und ja, unser Fazit ist, das hat uns sehr gut gefallen oben am Schloss. Und wir wussten gar nicht, dass in diesem Busticket, in dieser Schlossbahn, auch noch eine Stadtbesichtigung mit drin war, also eine Stadtrundfahrt. Also haben sich diese 7 Euro wirklich gelohnt. Was sagst du? Ja, das war eine schöne Tour durch die komplette Altstadt. Das war sehr gut. Vor allen Dingen eine angenehme Überraschung. Ja, vor allen Dingen, weil das im selben Ticket mit drin war. Das war schon gut. Und man kann zwischendurch immer wieder auf, also zu und kann immer also wieder rein zusteigen und raus. Ja, genau, raus. Fühlt mir gerade nicht ein. Man kann in die Stadt gehen, man kann Einkäufe machen und dann an den ganzen Haltestellen steht überall dran, dass das diese Rundfahrt ist für das 7-Euro-Ticket. Insgesamt 4 Haltestellen gibt es. Haben sie sehr gut gemacht. Ja, und jetzt sind wir auf dem Weg zum Baumkuchen-Restaurant. Und da werden wir einen Kaffee trinken. Und dann haben wir vor, zu diesen Hobbit-ähnlichen Häusern nochmal zu fahren. Zu den Langensteiner Höhlenhäusern. Ja, beim Verkauf, ich kann nicht so viele lassen, maximal 6 Mann.
Personen sind dahinter. Zwei, jawohl. Auf Wiedersehen. Tschüss. Jetzt haben wir gerade lecker Baumkuchen gegessen mit Schokoladeneis und Sahne drüber. Das war eine sehr interessante Kombination, ja. Hat uns gut geschmeckt. Und jetzt ist hier im hinteren Bereich des Restaurants noch so ein kleines Museum. Das schauen wir uns gerade an. Hier kann man sehen, wie damals Baumkuchen produziert wurde. Das sind die Maschinen dazu. Also wir haben eben noch mal auch ein bisschen Baumkuchen eingekauft und sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Preis. Wir haben gekauft einmal... Löst mal das Band da bitte. Genau. So. Für die ganze Familie hier für jeden Geschmack etwas dabei. Und für die Figurbewussten dann mit ohne Überzug. Also ohne Überzug, nicht mit ohne. Ja, vom Preis her finden wir einfach total der Schnapper. Da haben wir schon ganz andere Preise erlebt. Ja, also im Westen zahlt man hierfür deutlich mehr. Und das ist original. Also wir finden, dass das schon relativ günstig ist, weil Baumkuchen ist ja an sich auch teuer. Und wir haben im Museum gesehen, dass die diverse Urkunden gekriegt haben. Also muss es gut sein. Ja. Wir haben es ja probiert und es war tatsächlich sehr lecker. Ja, und auch das ganze Restaurant, das hat so eine Art Baumkuchenstruktur. Also wenn man das jetzt so sieht, das ganze Gebäude ist so ein bisschen nachempfunden wie so eine Art Baumkuchen. Ja, können wir ja gleich nochmal von vorne zeigen beim Rausgang. Ja. Man wird es wahrscheinlich nicht so sehen, aber da steht auch ein Baumkuchen mit dem Garten. Ja, das hat was. Schon nicht schlecht. Ach cool, das ist die Wandertoppe, die wir vorhin gesehen haben. So, wir sind jetzt kurz vor Torfhaus und haben dann dahinter schon fast unser Ziel erreicht. Das ist dann St. Andreasberg, nicht mehr weit. Und wenn man sich hier die Bäume anguckt, das sieht äußerst übel aus.
Also entweder ist das der Borkenkäfer, der hier so fies zugeschlagen hat. Oder das sind noch Sturmschäden. Auf jeden Fall ist hier echt nicht mehr viel Baumbestand zu sehen. Das ist schon wirklich beängstigend so ein bisschen, wie der Wald kaputt geht.